So, guten Morgen. Wir sind jetzt schon ein paar Kilometer gefahren. Wir stehen hier jetzt an so einem nicht geöffneten Deichimbiss. Wir haben ja aber immer Waffeln mit, keine Fahrradtour ohne Waffeln, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ja, und so wir stehen jetzt hier. Wir machen gerade ganz kurz eine Pause und dann geht es gleich in Richtung da hinten lang weiter. Ich weiß gar nicht, ob man das Schild erkennt, ist gerade Gegenlicht, das sieht man wahrscheinlich eh nicht so gut. Ich muss jetzt leider mehr mit der GoPro filmen. Ich habe kein Ladegerät für die große Kamera mit, ist mir aufgefallen. Ja, mit Rückenwind ist es echt ein Traum. Genau, was wollte ich noch sagen? Die Sanitäranlagen auf dem Campingplatz, wo wir waren, sind 1A. Ja, wie zu Hause. Nicht so wie auf dem, wo wir davor waren. Das war echt, also, ne, das ging irgendwie. Für mich ging das gar nicht. Auf dem, wo wir jetzt waren, der wie gesagt nicht auf einer Karte drauf ist, da war das wirklich, also, wie zu Hause, würde ich sagen, quasi. Unser Bad zu Hause ist nicht so groß. Ja. Wir fahren jetzt weiter. Und ich hoffe, ich schaffe es dabei, was zu filmen. So, wir sind hier jetzt quasi kurz vor Husum sozusagen. Also ich glaube, weit ist das nicht mehr. Wir machen gerade noch eine kleine Pause. Mein Vater ist quasi jetzt schon im Eimer. Wir haben aber noch ein bisschen was vor. Eigentlich wollten wir nach St. Peter-Ording fahren. Ursprünglich eigentlich nur Husum, aber das sind irgendwie 30 Kilometer und wir haben jetzt 11:20 Uhr und sind bald da. Das heißt heute Ziel St. Peter-Ording. Das habe ich jetzt gesagt, also machen wir das jetzt auch. Ja, ist super entspannt, finde ich. Mit Rückenwind macht das wirklich richtig Spaß zu fahren. Ja, schönes Wetter. Ich habe jetzt mein weiß, inzwischen fast schon weiß-schwarzes T-Shirt an. Ja, läuft alles super bis jetzt. Wir gucken mal, wir haben jetzt wie gesagt nur beide 1,5 Waffeln gehabt, dass wir in Husum dann gleich mal ein bisschen ordentlich frühstücken können oder vielleicht auch Mittagessen. Ja, wir fahren mal weiter und ich vergesse weiterhin immer noch Aufnahmen bei der Fahrt zu machen. Es tut mir sehr leid. So, wir stehen jetzt ganz kurz vor einem Entscheidungspunkt quasi. Der offizielle Radweg würde hier jetzt links lang gehen. Wir fahren aber rechts lang Richtung Osterhever. Dann kommen wir nämlich auch irgendwann Richtung Westerhever und da gibt es ja den ganz berühmten Westerhever Leuchtturm. Also dieser Leuchtturm mit diesen zwei Häusern daneben, glaube ich, ist das. Irgendwie ganz bekannt im Schleswig-Holstein-Magazin-Intro, was keiner kennt, aber mein Vater feiert das irgendwie. Da fahren wir jetzt auf jeden Fall hin, sind 20 Kilometer Umweg. So wie es aussieht, auch halbwegs mit Gegenwind, aber mein Vater hat gesagt, er schafft das. Also machen wir das. Es ist jetzt kurz nach zwei. Ja, quasi von der Zeit her locker machbar. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt los und dann geht das los.
So, damit war ich jetzt auch offiziell in der Nordsee. Haben wir das auch schon mal erledigt. Dann geht es jetzt weiter mit Gegenwind. Da hinten ist Husum und da hinten irgendwo ist ein Leuchtturm. Und da fahren wir jetzt hin. Es ist windig und der Akku ist leer. Wir sehen uns wahrscheinlich dann gleich beim Leuchtturm. So, wir sind hier jetzt und machen eine kleine Pause. Wir waren vorhin noch Eis essen, habe ich ganz vergessen zu berichten. Wir sind jetzt, ich glaube, es ist nicht mehr weit zum Leuchtturm, das habe ich glaube ich schon in den letzten 3 Clips gesagt. Wir sind auf jeden Fall bald da, wie immer. Es ist gerade, wir sind gerade ein bisschen, ne, dahin ist der Deich, wir sind gerade ein bisschen entfernt vom Deich, was gar nicht so schlecht ist, weil es hier nicht so windig ist. Das heißt, wir kommen recht gut voran. Ja, wir sollten gleich beim Leuchtturm sein. Und das ist schön. Ich hoffe mal, dass mein Zweitakku von meiner Hauptkamera voll ist. Aber wir werden es ja sehen. So, wir sitzen hier jetzt gerade direkt vor dem Westerlever Leuchtturm. Wir werden gleich, denke ich mal, noch mal ein paar Bilder von weiter weg machen. Ja, es sind jetzt, glaube ich, noch bis zum Campingplatz ungefähr 15 Kilometer. Das heißt, weit ist es nicht mehr. Kleiner Zwischenstopp hier. Und dann geht's weiter. So, wir waren jetzt gerade beim Westerlever Leuchtturm, haben uns die mal ein bisschen angeguckt, konnten leider nicht rein, weil da braucht man Führung für, haben wir jetzt keine Lust und Zeit für. Wir fahren jetzt weiter zum Campingplatz nach St. Peter-Ording, sind glaube ich noch so 15 Kilometer ungefähr und ja, ich würde sagen, wir fahren einfach mal los. So, wir sind jetzt schon seit etwas längeren auf dem Campingplatz angekommen, wir waren auch gerade schon essen. Das waren wohl heute so ungefähr 90 Kilometer, die wir gefahren sind. Mit Rückenwind ist das eigentlich locker machbar, würde ich sagen. Morgen geht es dann für uns wahrscheinlich nach Büsum und von Büsum dann mit der Bahn. Bin mal gespannt, wie das klappt, nach Hause. Das heißt, morgen letzter Turn. Ich denke mal so um die 50 Kilometer werden das sein und dann halt noch Bahnfahrt. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir heute, glaube ich, ein bisschen Sonnenbrand geholt. Das habe ich auch schon im letzten Video gesagt. Ja, ich blende im Nachhinein wieder ein, ob das eine Lüge ist oder nicht. Ja, wir gucken mal, was morgen der Tag so bringt. Und bis dann. So, wir sind ja schon mal ein paar Kilometerchen gefahren. Im Hintergrund sieht man, glaube ich, auch noch ein bisschen was von St. Peter-Ording. Ja, wie gesagt, letzte Etappe heute. Ich habe geilerweise das gleiche an wie gestern, weil ich vergessen habe, mich umzuziehen. Es war so aufregend heute Morgen. Nee, ich war einfach nur zu verschlafen. Inzwischen merke ich das auch schon, das habe ich schon letzte Nacht gemerkt. Dieses Mal war es noch schlimmer beim Aufstehen. Langsam ist man doch ein bisschen erschöpft. Wir haben jetzt insgesamt 265 Kilometer. Wir werden die 300 auf jeden Fall noch voll machen heute. Ja, wir haben noch nichts gefrühstückt. Wir wollten jetzt erstmal ein Stückchen weiterfahren. Ungefähr 15 Kilometer bis in den nächsten Ort. Da soll angeblich irgendwas sein. Wir hoffen mal, dass da auch was ist. Ja. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Und ich hoffe, ich schaffe mal wieder was zu filmen. Zur Abwechslung. Ja. So, das erste Fahrrad-Tarot zeigt jetzt schon die 300 Kilometer an. Zumindest das von meinem Vater. Laut meinem sind das noch ein paar Meter, bis wir da sind. Also noch 8 Kilometer ungefähr. Aber ja, ich glaube, das ist jetzt tatsächlich unsere erste Tour, wo wir die 300 Kilometer voll machen. Also, yay, feiern. Ja, mein Fahrrad ist nicht wirklich viel dreckiger als sonst. Also normalerweise habe ich mich bei den Touren eher beschwert, dass mein Fahrrad dreckig geworden ist. Diesmal war es vorher schon dreckig, das heißt, ich habe mich jetzt hier nichts zu beklagen. Ja, wir sind jetzt kurz vor Büsum. Und mein GoPro-Akku ist leer, das heißt, ich nehme mein Handy. Die Windräder hier, die drehen langsam in ihre Richtung. Das heißt, der Wind kommt langsam aus einer anderen Richtung, da müssen wir mal gucken. Aber wir sind ja eh bald da, das dürfte nicht mehr viel sein. Also ich habe jetzt doch ein bisschen, ich weiß gar nicht, sieht man meine Sonnenbrille am Hals? Ich habe keine Ahnung. Ja, Krimp noch ein Kinnass. Doppelt, dreifach, das ist wichtig.
Wir fahren jetzt die ganze Zeit hinterm Deich. Oben soll wohl angeblich bessere Fahrbahn sein, aber ich weiß es auch nicht. Wir bleiben jetzt einfach unten. Wir gucken mal, was das noch so bringt. Ja, weiter geht's, ne? Wir wollen sparen, weil wir Schleswig-Holsteiner sind. Das sind zwei erwachsene Menschen und haben keine Kinder. Weiter. Ab jetzt gültig. Die Kinder werden richtig frustrieren darauf. Da hast du wieder 2-Euro-Stücke. So, ja gut, vielen Dank. Wir brauchen noch alle Tickets. Klar, Sonder. Fahrradnahverkehr. 2 Erwachsene. Weiter. Ab sofort. Jetzt kannst du mir den 2-Euro-Stücken bezahlen. Ich glaube, ich krieg das, ne? Ich hab genau passend. Achso, du hast passend bezahlt. Ja. Alles klar, so leicht kriegt man Tickets. Ja, das war's mit dem Video von unserer Fahrradtour. Wir haben jetzt ungefähr 310 Kilometer insgesamt gemacht. Ich habe an sehr vielen Stellen vergessen, was zwischendurch zu filmen. Das tut mir leid, ich habe da nicht wirklich drauf geachtet, diesmal tatsächlich. Ja, ich hoffe, euch hat das Video einigermaßen gefallen. Endlich mal wieder eine Fahrradtour quasi. Ich weiß gar nicht, was ich noch Großes sagen soll. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.